Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start mit einem Black Ops 3 Nuketown Easter Egg. Ja Leute, das Easter Egg von Nuketown, das kennt ihr alle mit den Zombies. Aber kennt ihr auch das Easter Egg, wo ihr die Zombies tanzen lassen könnt? Also die Zombies in den Dancing Mode bringt. Ihr wisst ja alle, das Easter Egg innerhalb von 2 Minuten alle die Köpfe abschlagen von den Puppen, dass sie sich erstmal bewegen, dass sie sozusagen zu in den Zombie-Mode gehen. Aber wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr auch die Zombies freezen und zum Tanzen bringen, so dass sie euch nicht mehr angreifen. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch das schon kennen. Und deswegen wollte ich mal sagen, das haue ich jetzt noch raus, weil das finde ich auf jeden Fall mega witzig. Und nochmal an der Stelle, alle, die wo mir hier geholfen haben in der Lobby, danke nochmal fürs Helfen, Leute. So, ihr müsst euch einfach hier draufstellen oder auf der anderen Seite der Map einfach draufstellen und die Zombies fangen zu tanzen an. Ihr könnt es schon sehen, manche Zombies laufen hier noch rum, weil noch Leute unten sind, Leute. Also, es müssen alle oder ihr alleine, falls ihr dieses Easter Egg alleine macht, hier oben draufstehen oder einen Schritt, also eine Treppe weiter unten. Und dann tanzen die Zombies, die wackeln mit den Köpfen, shaken mit den Armen. Ich finde es auf jeden Fall voll witzig, Leute. Was, wie findet ihr diesen Glitch? Ich sage immer Glitch, ich bring Glitchen nicht aus dem Kopf, Leute. Und Glitchen ist einfach immer noch der Hammer. Aber dieses Easter Egg macht auf jeden Fall auch Spaß. Wir haben es hier mit etlichen Abonnenten gezockt und noch ein paar Freunden von ihnen. Also dieses Easter Egg macht auf jeden Fall Spaß. Schaut euch das an. Hier unten, wenn ich gleich eine Stufe weiter unten bin, kann man es noch besser sehen, wie die Zombies hier am Dancen sind. Die stehen hier rum, schauen dich an und dancen einfach nur vor sich hin. Ich finde es auf jeden Fall mega witzig. Schreibt unten in die Videokommentare, ob ihr dieses Easter Egg auch schon kennt, dass die Zombies tanzen, oder ob ihr es noch nicht kennt. Es wäre nice von euch, wenn ihr mir vielleicht noch einen Daumen da lasst, wenn euch das Video gefallen hat, oder ein Abo. In diesem Sinne lasse ich euch noch das Video genießen. Man kann noch ein paar Stellen sehen, wie die Zombies richtig tanzen. So, hier sieht man es nochmal gut. Und wenn ich eine Stufe weiter runter gehe gleich, dann sieht man es so richtig, wie die ganze Gruppe hier tanzt. Es ist auf jeden Fall krass, wenn ihr das Ganze alleine macht und hier alle Zombies um euch versammelt sind und die hier so rumdancen. Auf jeden Fall sieht es wirklich nice aus. Wie gesagt, was sagt ihr dazu? Schreibt es unten in die Videokommentare. In diesem Sinne, euer Matrix. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Wie gesagt, als nächstes kommt wieder ein Easter Egg, wie versprochen, auf der Map Giant. Also der Giant. Wie gesagt, wie man diesen Cola-Automaten selber bauen kann in diesen, oder selber spawnen lassen kann, einen ganz bestimmten. Das Easter Egg kommt morgen oder übermorgen. Also wie gesagt, haut rein, euer Matrix. Ciao Leute. Jetzt kommen wir zum Outro, Leute. Wenn ihr hier auf den Link klickt, kommt ihr zum letzten Video. Und wenn ich hier klickt, kommt ihr auf ein Zufallsglitch-Video, Leute. Das ist natürlich auch mega nice. Und ich würde mich natürlich mega fett über den Daumen freuen, wenn ihr den Like-Button einprügelt, Leute. Und Leute, ich sag's euch, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht an alle Zuschauer. Es wäre auch mega nice, falls ihr noch ein Abo da lasst. Und in diesem Sinne, euer Matrix. Ciao, Leute.